weil eine Sinusschwingung mit Amplitude 12 cm und mit Frequenz 15 Hertz. Berechne die Auslenkung 0,02 Sekunden nach dem Passieren am Ruhepunkt. Die allgemeine Gleichung einer Sinusschwingung lautet y von t gleich a mal Sinus von Omega t plus phi. Und diese Schwingung wird in diesem Diagramm y t durch eine schöne Sinusoide dargestellt. Wir drücken die Zeit t in Sekunden aus und die Auslenkung y in Meter. Wir wissen, dass die Amplitude 12 cm beträgt, das heißt 0,12 Meter. Diese Zahl groß A beträgt also 0,12. Man gibt uns die Frequenz f an, das sind 15 Hertz. F ist 15 Hertz, das bedeutet, dass die Periode t 1/15 Sekunde beträgt. Also die Zeit von da bis da, das ist die Periode, das heißt 1/15 Sekunde. Dann gibt man uns noch die Zeit an, klein t gleich 0,02 Sekunden. Hier wird die Auslenkung 0,02 Sekunden nach dem Passieren am Ruhepunkt gefragt. Und deshalb können wir die Sinusoide so wählen, dass sie den Punkt 00 enthält. Anders ausgedrückt, wir wählen unser Bezugssystem so, dass die Phase Phi gleich 0 ist. So, was gefragt wird, ist diese Auslenkung y nach der Zeit 0,02 Sekunden. Wir suchen also dieses y, das wir zum Beispiel in Meter ausdrücken. Und um dieses y herauszufinden, haben wir diese drei Formeln zur Verfügung. Beginnen wir zuerst mit Omega. Omega ist 2π geteilt durch t, aber 1 geteilt durch t, das ist die Frequenz f. Also ist Omega gleich zu 2π mal f. Und die Frequenz wird angegeben. Somit finden wir für Omega 2π mal 15, das heißt 30π. Unsere Schwingungsgleichung ist diese. Y von t gleich a Sinus Omega t. In dieser Formel ersetzen wir t da und da durch 0,02. Wir ersetzen a durch 0,12 und Omega durch 30π. So finden wir für y von 0,02 dieses Produkt. Und das ergibt ungefähr 0,114, also Meter. Das heißt 11,4 Zentimeter. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Auslenkung nach 0,02 Sekunden beträgt ungefähr 11,4 Zentimeter.